Ja, der Käfig nur hier ist erstmal, ich will hier lang gehen. Also, wir haben toll. Ich sagen, also bleib mit deinem Vetter zu Hause und freu dich, dass ja. Ja, wir Bürgermeister werden, alles klar. Kein bisschen Eisen, okay, lab es ein bisschen davon. Also, das ist so eine. Also. Mensch. Das, also. Da kann man Eisen von, geil. Entschuldigung. Ja, Alkohol, toll. So, die Asula-Büsche wollen alle ab, ja. Ja. Ist trotzdem eine Frage meiner Familie, ja. Die mir nicht in Warnung schicken, dass die alle sagen, bleib mit deinem Vetter zu Hause, ja. Ist traurig, ja. Das ist traurig, also das ist... Jetzt dumm, rohrig nicht. Minusbereichen gibt es zu wenig, da will ich jetzt nicht runter.
Da saß sich Sammy im Vetter zu Hause bleiben, also. Ja. Und die Glühbirnen sammle ich nochmal in, ja. So, jetzt haben wir noch ein paar Moosblöcke machen. Nächstes Mal kommen wir hier näher. Du lässt dich gerne als Kartoffel beleidigen und nicht AfD wählen. Du willst die. Ja, vor der AfD ist schade, dass die Atomkraftwerke aktivieren wollen. Eigentlich, da bin ich gegen, ja, weil. Das hast du aus Star Wars nicht schwer auswählen und zusammenbauen. Nee, also, das ist gefährlich. Das ist der einzige Kritikpunkt. Das einzige Punkt an die AfD, dass die Atomkraftwerke aktivieren will, aber. Ja. Dass ich nicht in Behandlung gehen darf, also das ist. Eine Beleidigung, also. Spider-Key hängt mit deinem Vetter zu Hause, sagen sie ja. Wir wollen nicht, dass du dich behandeln lässt. Mindestens einmal in 3 Jahren, ja. Nee, also das ist hirnzerbrechend, also. Neuen Tagesfahren werden wir wieder machen. Die 10 Kilometer, ja, ist im übertriebenen Sinne, die 10 Kilometer, die ich da wegfahre, das ist, nee. Los und dreh durch, geil. Ich muss wirklich sagen, also. Wie viel Eisen habe ich? 30. Oh, geht das schon, ja. Dann habe ich gleich 4 am vollen Stick. Nichts Falsches aussuchen. Nein.
Wenn ich das alles wieder am Weg stehen muss, ey. Schon. Ja, du los, alles klar. Bin ich wieder oben, ja. So, wo ist jetzt hier? Willkommen bei Chevins, eurem Bistro in der Schule. Wie viel seid ihr diesmal, Eure Majestät? Heute bin ich allein, Garçon, und ihr braucht in der Nähe. So. Ein Vierertisch am Fenster, Garçon. Es tut mir leid, meine Damen. Am Fenster ist nichts mehr frei. Wir haben noch einen Tisch in der Nähe der Küche. Und was ist mit dem Tisch da? Tut mir leid, da sitzt der Schieberjunge. Aber der ist doch heute überhaupt nicht in der Stadt. Trotzdem ist er für ihn reserviert. Tisch fürs Fenster. Ich sagte, natürlich kann ich den Bengel der Schule verweisen. Das haben Sie klasse gemacht. Ich das nächste Mal. Frisch aufgebrühter Kaffee vom Chefkoch. Richten Sie meine Glückwünsche aus. Das Essen war vorzüglich. Mann, dieser Schiebinsladen läuft irre. Wir wollten doch schon immer unser eigenes Restaurant. Wer hätte gedacht, dass er schon in der vierten Klasse sein würde? Ich hab das komisch. Da saß sie zu mir, Spider-Kid, Resident Vetter zu Hause. Das habe ich sie noch nie erlebt. Chefkoch Wiens, ja. Ja, ich gehe gleich weiter. Ich muss erstmal mich konzentrieren hier. Tut mir leid, aber jetzt muss ich mich auf den Soufflé-Test vorbereiten.
Was hat dieser Pierrot mit uns angestellt? Was ist los? Hast du gerade Pierrot gesagt? Ich kann mich noch an den letzten Jungen erinnern, den Pierrot in der Küche aufnahm. Henry hieß er. Ein netter, ganz normaler Junge. Henry. Allerdings logisch, dass noch Pierrot eins von Henrys Hackfleisch-Sandwiches probiert hat. Was ist denn mit ihm passiert? Schon mal was vom Hackfleisch gehört? Du meinst, du bist ein Hackfleisch? Ganz genau. Da haben sie Henry hingeschickt, damit er dort sein Talent perfektioniert. Meinst du, Pierrot hat vor, Vince auch nach Frankreich zu schicken? Man hat nie mehr etwas von Henry gehört. Noch ein bisschen Kupfer noch. Ja, mal genügend Eisen, ja. Spider-Kino, gehst nicht im Bahn und lässt dein Fett aus zu Hause. Du bist so ein Scooby, Alter, wenn du in die Bahn gehen willst, Alter, du bist so frech, ey. Ja.